salzt. Ich glaube, da spricht der Typ aus der Zitadelle richtig aggressiv. Oh, wie ich das gibt's denn, dass ich nicht weiß, wie der heißt. Ah, gut. Oh. Los. Kommt doch mal da durch, ihr dreckigen Combines. Warum sieht das aus wie Voldemort? Ihr müsst die Beweise liefern. Ihr wisst schon wer. Oder ansonsten die Folgen tragen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Achso. Oh oh. Deswegen habe ich echt keine Ahnung, wie es weitergeht. Etwas zur kürzlichen Verhaftung von Mitgliedern des Rebellenforscherteams durch den transhumanen Arm der Sicherheitskräfte von Sektor 17 zu sagen. Zunächst muss ich gestehen, dass meine herzlichen Wünsche doch auch den Beigeschmack großer Enttäuschung haben. Aber es ist meine Pflicht. Wo geht's jetzt weiter? Administrator, was ist hier eigentlich drin? Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Mann. Ich hab doch die Tür selbst zugemacht. Ging's jetzt hier durch? Ja. Oh nein. Oh nein, Big Mama. Ich will mich erst mental darauf vorbereiten, da abzuhauen. Big Mama ist in der Haus, oh mein Gott. Psst. Ich hab keinen Bock auf Big Mama, ganz ehrlich. Nein, da kommt Big Mama garantiert. Komm schon, zeig dich. Das ist ja wieder so ein großes Areal. Da muss eigentlich die Big Mama sein. Warum bin ich eigentlich eine Big Mama? Ich bin ja rein theoretisch Big Mama, ne? Für die Viecher bin ich Big Mama. Nee, Big Mama ist tot. Ja, Big Mama ist tot. Wisst ihr, dafür mag ich die Combines. Die töten immer die richtig fiesen Viecher für mich. Ah, ist aber lot. Geht der richtig ab hier? Hm. Los, Angriff! Hier sind ziemlich dünne Wände und da ist ein ziemlich großer Raum. Nein. Big Mama ist hier nicht mehr. Ah. Los, weiter. Ich guck euch zu. Macht am meisten Spaß. Mann, das lohnt sich manchmal schon, aber irgendwie... Erwische ich irgendwie immer den falschen Raum oder so, keine Ahnung. Da ist noch so ein Kack-MG. Ich sollte mal wieder mit der einen hier schießen. Davon habe ich so viel. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, was ist da hinten eigentlich?
wieder nach hinten. Ah. Okay, da kann man nicht durchschießen, ich hab's gelernt. Nein, 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 bleib da weg. Du sollst weggehen. Mein Gott. Wow. Wow. Dafür hat sich jetzt echt so eine Folge gelohnt. Oh, oh. Komm durch da. Matzeblatt. Ah, was haben wir denn hier schon wieder? Warte mal, sag mir, dass das der normale Weg ist, das kann ja nicht sein. Ja, da geht's weiter. Gut, dann gucken wir mal da nach hinten. Es sieht irgendwie schon wieder so nach Zombie aus. Ich lass den mal den Vortritt. Wanderzeichen? Hm. Ich wusste es. Mach's fertig. Mach's fertig. Habe ich irgendwas um das Scheißviech? Ah, Gott. Hey, ja. Oh, Monster gegen Monster. Das sind die Viecher, die so scheiße krass viel Schaden machen. Ah, Gott. Das hat jetzt wenig gebracht, weil die schon weit weg waren. Komm, 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 komm. Bist du bei so einer Aktion, da weiß man eigentlich. Okay. Okay, da ich meine Taschenlampe aus. Yeah. Nur Blut? Wirklich, mehr haben die nicht zu bieten, nur Blut? Und HP natürlich. Die man gegen den Kampf von dem Viech verloren hat. Ich hasse solche Viecher. Was war da? Ah. Schau, also ich finde schon entspannt mit den kleinen Drecksviechern hier so im Hintergrund. Da muss ich echt alles für euch machen. Greif an. Immer dann. Oh Gott, ey. Granaten. Keine Granaten. Aber Combines. Okay. Echt überall, oder? Wow. Wow, zum Glück bin ich da nicht reingesprungen. Holy moly. Ich habe zwar die Gasleitung gesehen, aber damit rechnet man ja nicht immer. Zum Glück ist da nichts passiert, ey. Oh Mann. Bäh. Bin ich jetzt gelandet?
Rein. Oh Gott. Natürlich funktioniert das. So. Ich weiß, war jetzt ein bisschen dämlich. Aber hätte ja sein können, dass irgendwas Spannendes ist. Man weiß ja nie. Vielleicht ist da eine Superwaffe oder so. Keine Ahnung. Oh. Ja, ich natürlich schon wieder vergessen. Ah! Ah! Nein. Ach, bleib mir einmal. Ah. Ich kann das nochmal machen. Ich will meine Rebellen wieder zurück, ey. Ich will meine Rebellen. La la la. La la la. Ja. Oh. Warte mal. Ich glaube, die hören doch irgendwann auf zu schießen. Jetzt ist es erwischt. Eigentlich hören die auch manchmal auf. Das heißt, weil die einen nicht mehr sehen, hören die halt einfach auf zu schießen, ist ja klar. Und dann hört er dieser Scan auf. Oh, Zug! Weißt du, du hörst einen Zug und denkst nur, jetzt geht's weiter, jetzt kann ich nichts mehr töten. Aber ich hatte ja auch nur einen HP. Ich bin eh so gut wie tot. Hallo! Weißt du, das sind doch Arschgeigen. Ja. Ja. Da lohnt sich schon gar nicht mal wegzurennen. Wie mache ich das jetzt mit einem HP? Ich hab's da ziemlich... Na gut. Okay. Ich wusste nicht, ob er erst Herren oder Oberster da steht. So. Ich glaube, das bringt mir nicht so viel Schutz. Just for fun jetzt mal. Doch, es brachte was. Okay. Leben! Endlich! Warum sieht das schon wieder so nach Bossfight aus? Kann man ja vielleicht brauchen. Das sieht mir ziemlich nach einer Falle aus. Und zwar eine Falle für mich und nicht für die. Warum sollten die Combines hier was hinstellen, was ihnen schadet? Okay. Ah. Klar. Ich bin der Fisch. Von was hauen die Combines ab? Okay. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. La 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 la,
La 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 la. What should I do now? Also ich würde jetzt mit Russian Style da reinrennen und das will ich umbringen, aber es würde nichts bringen. Doch, es bringt was. Los! Warte mal. Okay. Komm her, du Bitch! Du gehst aber schnell drauf. Ich hoffe, das war wieder nicht zu laut für meine Nachbarn. Okay. Nice. Wie geht's jetzt weiter? Und deswegen sollte man nie Combines töten, die vor irgendetwas wegrennen. Weil dann kommt die nette Regel, mein Feind meines Feindes ist mein Freund. Was heißt für eine Regel, aber... Kennt ihr den Spruch? Den liebe ich. Das ist nicht so ein Ehrenkodex. Auch gab es früher, wo ich bei Computerspielen gespielt habe, bei so... ja, auch so Free-to-Play-Spielen, da gab es da ein gewisses... Habe ich früher gespielt, heutzutage mache ich das nicht mehr. Aber jetzt beginnt schon wieder die Zombie-Kacke. Da galt das halt als Ehrenkodex, aber... Alter, wie das hier schon wieder aussieht. Ich meine, das stimmt ja auch. Warum sollte ich mich gegen den Feind meines Feindes richten? Nur das Problem ist halt, wenn man den einen Feind schon viel, viel länger hat als den anderen. Aber der andere, der neue halt viel stärker ist. Wow. Wollen die mich jetzt hier in Panikstimmung versetzen oder was? Okay. Hä? Ah. Oh. Leider ein bisschen zu spät. Das hasse mich. Oder auch nicht. Puh. Mein Gott. Nein. Nicht euer Ernst. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das war schon zu viel für mich heute. Boah. Ich hasse es, wenn ich in die Enge getrieben wird. Ich hab zwar keine Platzangst im Echt, aber ich glaube im Computerspielen habe ich so echt so ein bisschen Platzangst. Mein Gott. Das ist immer so, wenn man immer so was Ruhiges gerade hatte und dann geht schon wieder ordentlich ab und man schon richtig hier wieder gefordert. Aber da muss es ja so eine... Da muss es ja so eine bewegliche Basis sein, die sich immer Schritt für Schritt nach vorne bewegt. Hallo. Hey. Alexa oder Alexandra, wie auch immer. What? Hallo? Freut mich, dass du es hier geschafft hast. Ah, das schreckt mich nicht so. Da ist irgendwo dort, im Internierungsbereich. Wird nicht einfach sein, ihn da rauszuholen. Lass uns gehen. Okay. Du kennst dich hier, glaube ich, besser aus als ich. Aber Leute, es ist gleich schon wieder vorbei. Eigentlich jetzt dann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das klingt echt komisch, wenn das immer so am Ende sagt, von zwei Parts. Zumal ich nicht mal weiß, ob ich zwei Parts mache oder einen Part. Diesmal waren es jetzt zwei, aber... Ja. Ich bin hier voll im Blindflug. Ab und zu wird ein Votegon gefangen und liefert uns so Informationen, aber wir kennen uns dort nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Achtung. Nett, wie man hier noch so ein klein bisschen Deckung kriegt. Hat nie eine Waffe. Ich will.
Ich will auch so eine Waffe haben. Okay, ja, Leute, dann denke ich mal, geht's nächstes Mal mit der Aufzug-Action ab. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.